meine Lieben, heute ist der Welttag des Buches. Ja, und es ist, das bedeutet, es ist der Welttag des Buches, ein Festtag für alle Leseratten. Der Tag des Buches geht zurück auf den Georgstag. Mit dem Welttag verbindet man so viel, man verschenkt Rosen und Bücher. Geht in den Buchhandel und holt euch euer Buch. Und früher gab es ja auch diese so Leseproben und ja, genießt es, weil es ist wichtig, geht in die Buchhandlung und ihr bekommt vielleicht was auch. Und verschenkt auch, denn es ist ein Tag des Schenkens. Ja, dann schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr für positive Erfahrungen mit dem Welttag des Buches gemacht habt. Und wie ihr den Tag so verbracht habt und was ihr für ein Buch gekauft habt. Ich habe jetzt das für mich ausgewählt, das große Glück kommt nie allein. Also und heute ist ja wirklich auch ein Glückstag. Ja, ich finde es gut, dass die Bücher ihren eigenen Tag haben. So, und das ist mein Schlusswort. Und es gibt auch noch, ja, schreibt mir in die Kommentare. Und es gibt auch Blogger, die, ich zeige euch das schnell, wo auch genauso Bücher verschenken. Blogger schenken Lesefreude. Und das auch genauso heute an diesem Tag. Also genießt es und holt es euch wirklich. Und ja, und erzählt mir dann bitte in meinen Kommentaren, wie ihr es erlebt habt. Also bis bye bye, ciao. Und ich gehe jetzt auch noch ein wenig unterwegs. Auch in die Buchhandlung, ganz bestimmt. Also, gib mir einen Daumen hoch, ja. Abonniert mich, ja. Bis bald. Bussi, Baba. Ciao. Bye, bye. Genießt es.